als Musiker hier angefangen, nach dem Zusammenbruch damals 1945 bis 1949. Dann hatte ich anderthalb Jahre das Register. Da ist der Kapellmeister weggegangen. Dann war ich wieder Oboe und Geiger bis von 1951 bis 1958. Und seit 1958 bis 1993 habe ich das Register gemacht. Sind 38,5 Jahre her gewesen. Danke für heute. Ich besuchte die Volksschule und mein Vater hat mir mit 10 Jahren, weil er als Dorfmusiker war, hat er mir mit 10 Jahren Geigenunterricht lernen lassen. Da bin ich jeden Montag mit dem Rucksack, die Geige im Rucksack nach Steinbach bei Wind und Wetter gelaufen. Der verstarb dann, der Lehrer, 38. Dann habe ich bei Kapellmeister Hahn, der ehemalige Kapellmeister von der Chorkapelle, der früher die Chorkapelle hat, vor Pater, das muss ich sagen, zum Unterricht gegangen und bin dann 1941 auf die Heeresmusikschule nach Bickeburg gekommen.